Das Salz der Erde, neuntes Kapitel. An demselben Nachmittag, als Igor mit dem Zusammenkleben der ausgeschnittenen Bibelblätter eben fertig geworden war, kam ein Wagen mit Postglocken in das Dorf. Dass das Herren vom Gericht sein mussten, wusste dann jedes Kind, und neugierige Gaffer versammelten sich vor dem Hause des Popen, wo die Herren abgestiegen waren. Andrei Zerpukow, einer der fähigsten jungen Leute aus Gregors kleiner Gemeinde, kam aufgeregt zu ihm geeilt, um ihm die gefährliche Neuigkeit mitzuteilen und ihn zu eiliger Flucht zu veranlassen. »Nein, Andrei«, sagte Igor, »ich flieh nicht. Ich bin schon gefasst und will sehen, was der Herr tut. Aber du sollst, wenn ich fort bin, in aller Stille hier die Gemeinde der Gläubigen pflegen und ermahnen, treu zu bleiben. Du kennst die Adressen der Gutsbesitzer, wo du ein paar Mal mit mir bei den Versammlungen warst. Verrate keinen davon, wenn du gefragt werden solltest, aber später hole du dir dort Rat und benimm dich als der Älteste dieser Gemeinde. Der Herr wird ihre Seelen von dir fordern.« Da kniete der junge Mann in tiefer Bewegung nieder und bat Igor: »Lege du mir die Hände auf und segne mich, dass dein Geist bei mir bleibe.« Igor tat es, und während er über ihn betete, liefen ihm selbst die Tränen an den Wangen herunter. Dann trieb er seinen Nachfolger fort und steckte sich noch einiges Bargeld ein, damit, wenn eine plötzliche Verhaftung erfolge, er für die erste Zeit für eine bessere Beköstigung, als sie im Gefängnis üblich war, sorgen könne. Bald darauf erschien der Gemeindediener mit verlegenem Gesicht und forderte ihn auf, in das Haus des Popen zu kommen, wo die Gerichtsherren aus der Stadt ihn erwarteten. Schnell nahm Igor noch Abschied von seinem Weibe, band die vorher zurechtgelegten Sachen, die in die Bibelblätter gewickelt waren, mit Bindfaden zusammen und bedeutete seiner Frau, ihm diese Pakete zu schicken, wenn er etwa heute noch als Gefangener fortgeführt werden würde. Dann schritt er aufgehobenen Hauptes durch die Schar der unter sich murmelnden Gaffer bei dem Hause des Popen zu. Vor den Gerichtsbeamten verneigte er sich und fragte in demütigem Tone, was sie von ihm wünschen. Der eine von ihnen, ein ältlicher Herr mit kurzgeschorenem grauen Haar, das sich stark zu lichten begann, führte das Wort, während ein jüngerer, kränklich aussehender Mann eifrig an einem großen Bogen schrieb und nur dann und wann durch seinen Pinzens einen flüchtigen Blick auf ihn warf. »Du bist Igor Relidow«, herrschte der Alte ihn an. »Jawohl, Euer Gnaden.« »Du bist verklagt, stundistische Versammlungen hier und in der Umgebung abgehalten zu haben. Ist das wahr?« »Ich habe das Wort Gottes gelesen und den Leuten erklärt und außerdem gebetet.« »Na also, das ist schon genug. Zudem gibt dein Geistlicher zu Protokoll, dass du schon seit Jahr und Tag nicht zur Beichte und zum Abendmahl gekommen bist, dich auch um die Kirche nicht kümmerst, die heiligen Bilder verachtest und solche gottlosen Reden führst, dass dadurch der Friede in der Gemeinde gestört wird. Gibst du das zu?« »Dass ich nicht zum Abendmahl gegangen bin, ist wahr. Aber gottlose Reden habe ich, seitdem ich zum Glauben gekommen bin, nie mehr geführt. Im Gegenteil, meine Dorfgenossen können bezeugen, dass ich sie zum Gehorsam gegen die Obrigkeit ermahnt habe.« »Klug«, fuhr der Beamte auf, »als du eintratest, habe ich sofort gewusst, woran ich mit dir bin. Du hast dich vor dem heiligen Bild dort in der Ecke vorher weder verneigt, wie es ein rechtgläubiger Russe tut, noch mit dem Zeichen des Kreuzes gesegnet. Warum verachtest du, was uns heilig ist?« »Weil geschrieben steht, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen«, antwortete Igor. »Dummes Zeug! Willst du hier predigen, du elender Ketzer und Revolutionär? Hier, schau das Heiligenbild an. Was ist das?« »Holz, Euer Gnaden.« »Meinthalb, was noch?« »Farbe und etwas Silberbeschlag.« »Weiter nichts«, donnerte der Beamte, der feuerrot vor Erregung geworden war, während sein jüngerer Gefährte das Lächeln nicht verbeißen konnte, das um seine schmalen Lippen spielte. »Wen stellt es denn vor?« »Das kann ich nicht sagen«, sagte Igor ruhig. »Das Bild ist ja alt, die Farben sind dunkler geworden, man kann nicht erkennen, ob es ein Mann oder ein Weib sein soll. Ich kann wirklich nicht wissen, wen das Bild vorstellt.« »Es ist der heilige Nikolaus, der Wundertäter«,
rief der Pope dazwischen. »Das weißt du sehr gut, denn er wird immer so abgebildet.« »Ich kenne ihn nicht«, antwortete Igor. »Und da steht auch nichts in der Bibel von ihm geschrieben.« »Das ist ganz gleich«, donnerte der Richter. »Hier fragt es sich, willst du dich vor diesem Bild bekreuzen und es küssen oder nicht?« »Nein«, war die Antwort. »Von Bekreuzen steht nichts in der Bibel. Und totes Holz pflegen wir nicht zu küssen. Wir küssen lebende Menschen und die nicht alle.« »Halunke! Ha! Ich glaub, du willst uns foppen«, schrie der Alte, während sein jüngerer Gefährte einen Hustanfall nachzuahmen strebte, um sein Lachen zu verbergen. »Weißt du auch, was dir bevorsteht? Du wirst auf der Stelle verhaftet, kommst für mehrere Monate in das Untersuchungsgefängnis, wirst dann vor Gericht noch einmal befragt werden. Und wenn du auf deinem Starrsinn bestehst, wirst du lebenslänglich nach Sibirien verbannt.« Igor zuckte die Achseln und gab zur Antwort, »Ich bin in Gottes Hand, und mir kann nichts geschehen, was er mir nicht schickt. Ist es sein Wille, dass ich so unschuldig leiden soll, so bin ich bereit, nicht nur ins Gefängnis oder nach Sibirien zu gehen, sondern mich auch töten zu lassen für meinen Heiland.« »Das ist ja ein ganz verstockter Sünder, Anton Pawlowitsch«, wandte der Beamte sich seinem jüngeren Kollegen zu. »Wenn die Kerls, die man uns neulich genannt hat, alle so sind, so gibt's wieder einmal einen sensationellen Stundistenprozess. Haben wir jetzt die notwendigen Angaben zusammen?« »Nein«, sagte der Jüngere. »Nein. Es muss noch untersucht werden, ob der Dorfgeistliche sich seelsorgerische Mühe mit dem Stundisten gegeben hat, ihn von dem Irrtum seiner Lehre zu überzeugen und ihn gutwillig in den Schoß der allein selig machenden Kirche zurückzuführen.« Bei diesen Worten erschrak der Pope sichtlich. Doch der Beamte wandte sich an Igor. »Hat dir das Väterchen hier deinen Unsinn widerlegt und dir klarzumachen gesucht, wie du dich gegen Gott und die Kirche versündigst in deinem schädlichen Treiben?« »Nein«, erwiderte Igor fest. »Nein. Er nahm früher Geschenke von mir, obwohl er schon seit 5 Jahren mindestens von meinem Glauben weiß. Und heute erst wollte er 1000 Rubel haben und dann durch falsches Zeugnis mich freizumachen suchen.« »Er lügt«, schrie jetzt der Pope aufspringend, während er sich den Angstschweiß von der Stirn wischte. »Meine Herren, glauben Sie ihm nicht. Ich habe alles angewandt, was die Kirche vorschreibt. Ich habe in Liebe und in Ernst ihm von den Schaden seiner Seele vorgestellt. Und hier hören Sie jetzt, was ich für Lohn habe. Jetzt verleumdet er mich noch vor der Obrigkeit. Nein, solche Verderbtheit kann nur vom Teufel kommen. Meine Herren, ich ersuche Sie, solche Lügen von diesem Verbrecher gar nicht in Ihr Protokoll aufzunehmen.« Der jüngere Beamte lächelte verächtlich und sagte kühl, »Ereifern Sie sich nicht, Väterchen. Lügen treffen keinen Menschen. Wenn er eben die Unwahrheit gesprochen hat, wird das bei der großen Untersuchung durch Zeugenaussagen klargestellt werden. Und wir sind ja nur Untersuchungsbeamte und haben weder über den Stundisten noch über Sie ein Urteil zu fällen. Ich habe seine und Ihre Aussagen bereits niedergeschrieben.« Wie vernichtet setzte sich der Pope wieder hin. Und der ältere Beamte schien sich an seiner Verlegenheit zu weiden. Als aber in diesem Augenblick des Popen Frau, die hinter der halboffenen Tür gelauscht haben mochte, hereinstürzte und ein Wortschwall von Entschuldigungen ihres Mannes mit den gröbsten Beschimpfungen gegen Igor untermischt vorbrachte, sagte er eiskalt zum Popen gewendet, »Führen Sie Ihre Frau fort, sie hat hier nichts zu suchen.« Während der Pope in heller Verzweiflung seine aufgeregte Gattin zu entfernen bestrebt war, sahen sich die Beamten mit spöttischem Lächeln an. Hatte sich doch die gute Frau in ihrem Eifer selbst verschnappt und einige der Dinge genannt, die sie von Igor zum Geschenk bekommen hatte. Als die Frau entfernt war, wurde das Protokoll verlesen und musste von Igor, dem Gemeindeältesten und dem Popen sowie den beiden Beamten unterschrieben werden. Dann wandte sich der Beamte mit dem kurzen Befehl an den Gemeindeältesten. »Igor Relidow ist nach dem Gesetz verhaftet. Ihr bürgt dafür, dass er heute noch unter Bedeckung nach der Kreisstadt gebracht wird. Ein darauf bezügliches Papier wird euch mein Kollege gleich ausfertigen. Damit liefert ihr den Stundisten in das Gefängnis, das zwischen Stadt und dem Bahnhof liegt, ein und lasst euch den richtigen Empfang des Gefangenen von dem Gefängnisinspektor auf dem abzutrennenden Coupon schriftlich bestätigen.
Am besten nehmt ihr einen Wagen, damit die Sache nur vor Einbruch der Nacht in Ordnung ist. Verzeihen, Euer Gnaden, fragte Igor. Darf ich noch einmal in mein Haus, um Abschied zu nehmen und einige Wäsche und andere Gegenstände mitzunehmen? Tabak, Schnaps und Bücher sind verboten, war die Antwort. Ob der Gemeindeälteste euch das Zutrauen schenkt, dass er euch ohne Bewachung nach Hause gehen lässt, weiß ich nicht. Das ist seine Sache. Von jetzt an haftet er für dich. Oh, Euer Gnaden, sagte der Gemeindeälteste bewegt. Igor Relidorf kennt jedes Kind im Dorf. Den braucht niemand in das Gefängnis zu begleiten. Ich kann ihm ganz ruhig das Papier mitgeben. Wenn er verspricht, dann stellt er sich, und wenn er nach Petersburg reisen müsste. Der Beamte zuckte die Achseln, und Igor verließ mit dem Gemeindeältesten die Wohnung des Popen. Noch an demselben Abend wurde er in das Gefängnis eingeliefert und ihm von einem alten, bärbeißigen aussehenden Aufseher die schmale, halbdunkle Zelle angewiesen, wo er voraussichtlich für viele Monate schmachten sollte. Ein eigentümliches Gefühl überkam ihn, als er allein war und die Schritte des Aufsehers im Korridor verhallten. Er kniete neben der hölzernen Pritsche, die jetzt sein Lager sein sollte, nieder und übergab seine Sachen und Seele, sein Weib und seine Glaubensgenossen dem treuen Vaterherzen Gottes.